Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir sind hier auf der Insel, auf der Baldurans Schiff gestrandet sein soll. Und wir sind praktischerweise da gleich auch gestrandet. Und wollen wir kurz eine Sache überprüfen. Habe ich dir schon... Ja, okay. Gut, wir haben Corin zurückgelassen, um... in der Hoffnung, dass wir ihn nicht brauchen und dass das ohne geht und wir keinen Dieb brauchen. Also, wir wollen jetzt erstmal gucken, was wir hier alles machen können. Wir haben den ein oder anderen Auftrag. Also, jetzt gucken wir mal in alle Häuser richtig rein und schauen mal. Hier war jemand. Also, mit dir haben wir geredet und du hast uns den Auftrag gegeben. Marley's Child. Rid the Islands of the Beasts. Okay. With ease. Gucken wir uns hier mal um. Nicht alle auf einmal. Okay. Ominous. Ich glaube, es sind jetzt 6 Heiltränke, die wir hier gefunden haben. Das ist... Wollen wir uns mal nichts bei denken? Irgendwas zu sagen? I don't know you. You are a stranger. Yes. I'm afraid that... will you save us from the beast once? I'm afraid that I don't wish to exert myself while on vacation. I will destroy the fowl. You are brave and noble. Das ist richtig. Ich will dir vor allem deinen Kram klauen. Guck mir nicht so hinterher. Okay, du bist das. Okay, kannst du behalten. Oh. Was ist hier in dem Wasserbottich? Nichts. Nicht mal Wasser. So, okay. Ich glaube, hier waren wir. Da geht's hier noch irgendwo weiter. You are quite the novelty. I never seen your like before. That is correct. Well, hello there. There's quite the chatter of you around the village. Das ging ja schnell. None have seen you like before, not even some of the eldest. What is your name? My name is Vertner, my lady. What might yours be? Be not so formal, my lord. My name is Delaney and I'm pleasured to meet you. Ist nicht I'm pleased to meet you, sie ist pleasured? Ist das nicht in diesem Zusammenhang etwas ungewöhnlich? Oder ist das eine Verwendung des Wortes, die mir nicht geläufig erscheint? Also ich finde es... Ich meine, ne, natürlich kann sie pleasured sein, mich zu treffen, aber ich hätte eher pleased gedacht. Kenne ich. Bin kein Muttersprachler. Ich meine, Delaney offensichtlich auch nicht, aber die Entwickler des Spiels. I'm sure you are. Oh, Wer da kann so ein Arschloch sein. So what is there to do in this no-house town? Okay, the pleasure is mine, I'm sure. What do we do here? What do I do? I am history. Forgive me, I mean I'm historian. Ja, okay. Es sind also absichtliche Fehler. Also pleasured und pleased ist, glaube ich, Absicht. I keep the stories of the great elders and some of the few relics of old. I learn the old tongue well, yes? I try to keep the speech, but we have been our own for some time. On our own? What of you? What do you do? I'm a beachcomber of sorts. I serve a... I seek adventure and travel.
I have heard of such, of the wandering that knows no bounds. You seek adventure? There is little of such on the island home. I have but a mundane task to ask of you, if you hear me out. Yes. It is a simple task. But it is a simple task, complicated some. It's a simple task, complicated some. This storm you felt that took your ship, it was, da haben wir ehrlich gesagt durchgeschlafen, aber it was fierce here too, and the cloak that draped the village center was cast to the wind. I think it is beyond the wall and will not risk. I think it is beyond the wall and will not risk the beast to get it. Will you? Very prominent, though slightly odd place for a cloak. Of what significance is it? It is from old as we as people. From the ship home that crumbled beneath, and its some beneath? And it symbols the past we have come from. It drapes the village center as we use the past to move forward. You know how important symbols be? This is ours. The beast may have, and I need you to get. Will you help in this? And what shall be my reward for this task? Honest pay for honest work? Ich meine, wir sind hier schiffbrüchig. Wir sind so ein bisschen auf die angewiesen. Ne? Also hier jetzt mit hier blöd zu kommen, ist irgendwie ein bisschen seltsam. I will do what I can for you, ist, glaube ich, die neutrale Antwort. Thanks, B. I will await you with hopeful heart. You are welcome sight to my eyes if you succeed. I wish you well. Okay. Okay. Seemed rather nice. Didn't tell me more about the people when I get back. Okay, na gut, das ist ja auch immerhin hilfreich. Wahrscheinlich hätte sie mir das gesagt, wenn ich nach einem Reward gefragt hätte, hätte sie gesagt, ich werde dir mehr über unsere Geschichte erzählen. I don't know you. You are a stranger. War hier schon drin? Ich glaube, und hier war nichts. Oder hier war nicht das, was ich wollte. Hier war... Ah ja, hier war das. It will be done. Und ich glaube, hier waren die 4 Heiltränke, ne? Also das war alles... Nee, waren sie nicht. Aber ist egal. Hier ist eine geheime Tür, die wir nicht aufkriegen. Das hat auch sicherlich keinerlei Bedeutung. Da geht's noch weiter. Halt, oh, halt. Stopp. Will not taint the village. Okay. I'll expand my garden once you kill the evil ones. I haven't been able to leave the walls before. Avenge Lal's wife? What the fuck? Ey, Spiel, ich glaube, da fehlte eine Dialogbox. An old farmer named Lal asked that I kill some of the beasts outside the village to avenge his wife. Oder haben wir schon mit ihm gesprochen? Nee, haben wir nicht. It is the least I can do. Perhaps I can also arrange for these people to be able to go beyond their walls once again. Okay. Speak and leave. Some will not trust you. Okay. Some like me. Okay, willkommen auf in Stardew Valley hier. Danke. Gatekeeper. I'm the key nein. Go well, friends. May the wolf monsters be like blades of grass before your sigh. When you come to the back to the village, I will be here to greet you. Okay. Soll das heißen, dass du uns dann reinlässt? Oder da ist noch grau, schwarz. Fog of War meine ich. Nicht viel. Gucken wir mal hin.
Also diese Seite ist wirklich friedlich. Ja, das muss man. Ja, ich glaube, das gibt noch ein anderes Level, weil. Da oben kann ja nicht mehr so viel sein. Okay, hier waren wir noch nicht. Okay. Aber wir mussten, glaube ich, auch noch mit anderen Leuten noch sprechen, jetzt nachdem wir mit der Chefin gesprochen haben. Ne? War das nicht so? Können wir hier irgendwo rauf? Habe ich hier nicht gerade ein Symbol gesehen? Das suggeriert, dass wir hier irgendwie... Nope. Okay. So, na gut, dann wollen wir nochmal gucken. Wir haben, glaube ich, nochmal mit Leuten nochmal zu sprechen, weil wir jetzt ja mit der Chefin... Warte, wart ihr das? Du vielleicht. Move along! Brave viewers, hey fools, more like it. We claim to be neither heroes nor fools. Explain yourself. It is my job to protect the people of my clan from all dangers, including your promise of deliverance from the man-wolves. I have fought the beasts. You and your handful of warriors, wir haben genau genommen eine halbe Warriorin dabei, nicht so richtig warriormäßig drauf, have little chance of defeating these monsters. Ja, da bin ich ehrlich gesagt mal gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das denke. I don't want you running around making promises that cannot be kept. You say that you have fought these beasts. Tell us what you know about them and their weaknesses. Aber erstmal hier. You are entitled to your opinion. Allow our actions to speak for us. We will not demand your respect until we prove yourselves before you all. May luck be with you then. You shall not get any of it. Okay. He was quite gruff and he didn't seem to have much confidence in my abilities. Speak and leave. I do not wish you around. Have you offended me? My apologies. You have not offended me. I only wish to protect the people. I have fought them often. I know their strength. I do not think that you can destroy them. Perhaps you are great warriors, as the villagers believe. Okay, das war offensichtlich die bessere Sache zu sagen. As they want to believe. If so, I will respect your abilities and wish you luck. Perhaps you only wish to be heroes. You say you have fought these beasts? The wolves can appear to be human, but don't be fooled. They are animals at heart. They will kill for pleasure as much as for food. The younger wolf beasts are much weaker than their elders. Okay, ja, yeah, niedriges Level. Okay, er hat auch mal Pen and Paper gespielt. They are dark brown in color with some black fur. They are completely tactless. They will attack without thought, regardless of the odds. The older beasts are black with some silver fur. They are powerful and cunning foes. Silver ist eine nettere Beschreibung für grau. Some of them can even cast spells. They live on the ship of our ancestors. A great black brute rules them. He calls himself Karuk. The beasts cannot be injured with normal weapons. Guter Punkt. Only blessed or enchanted weapons will harm them. They will always change to their true form to attack. As I can happen. Okay. Danke, das war tatsächlich ein wichtiger Hinweis. Das hatte ich komplett vergessen. This will be speaks of wolfwares. Oh, danke, Jahira. Let us be wary then, for they are not only truly formidable in combat, but possess great cunning and will use guile against us. Ne, da müssen sie nicht viel, also das geht schnell bei uns. So, ne, dann wollen wir mal schauen. Da haben wir ja so ein kleines, haben wir noch magische Klöpse, Kugeln, Bullets. Ich glaube nicht. Oder? Nee, nicht wirklich. Okay. Haben die hier einen Shop? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Das heißt, wir müssen in den Nahkampf, weil Fernkampf können wir dann nur auf magische Weise machen. Gibt es ja echt keinen Shop?
Na gut, gucken wir noch mal ein bisschen rum. Vielleicht finden. Aber ich meine, das ist eine Insel mit Schiffbrüchigen. Warum sollte es hier einen Shop geben? Das wäre ja vergleichsweise albern. Aber ich meine, vielleicht haben sie irgendwo Sachen gefunden. Outsider. I welcome you to village and wish you luck in battle with the evil that ship holds. I'm Ewald, a fish for clan in these savage waters. Seeking knowledge of Bilbo's final journey and was shipwrecked on the reefs in violent storm. Tell me, sir, is there any way off this island? Also erstmal, can you tell me more about the islands? The islands is not too big, with good wind I sail around it in an afternoon. There's natural harbor on north of island and on east of island. The ship of my grandfather's of Balduran, okay, lies beached in north harbor. The east harbor holds our hope for survival. The island is very dangerous outside of village. The monsters that live in ship will kill and eat anything that they catch. Listen, outsider, may I ask for your help? Oh, yeah, okay. Yes. I know that you may not believe my story. No one else on island does. My brother left village 2 nights ago and has not returned. I know where he has gone, though I am ridiculed if I should say. Yes. Good people, there's a witch on this isle. My brother called her the Blue Lady, and those of us who ply these waters have all heard her singing at one time or another. Okay, so, Sirene. My brother Ivan, heard her more than most. I think that he went to find her. I think that he is under her spell. I think he is dead. I must go and find him. This witch might kill him. He is strong, but he is under her spell. I fear that she will kill him before he realizes what is happening. Can you find my brother? Tell me where this witch is, and I shall try to find her. I don't know exactly where she is. I have the sense to avoid her, unlike Evan. But I have only heard her singing along the west coast of the island. Okay. Thank you. Ist das hier ein Shop? 1100%. Wie sieht aus wie ein Shop? Das ist ein ganz klein Shop. Ohne Shopkeeper, aber ein Shop. Ja, ich glaube, das waren alle hier. Mit Namen. Und ich glaube, Aufträge kriegen wir nur von denen mit Namen. Die haben zwar... Ja. Hier nochmal rein. It will be done. Ich meine, es ist gut, dass wir eine magische Sling haben, aber unmagische Bullets werden leider, wenn sie von einer magischen Sling abgefeuert werden, nicht magisch. Das heißt, wir werden keinen Schaden machen können mit unseren Fernwaffen. Das ist etwas, wo man hätte dran denken können. Halt. Some will not trust you. Some like me. Aber, na gut, machen wir es uns ein bisschen... Bisschen schwerer. Okay, und während wir hier die Häuser durchsuchen, wie immer der Hinweis, wenn euch das Video gefällt, klickt doch bitte auf den Like-Button. Ihr helft dann mit dem Kanal und ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Wollen wir hier mal... Hier wollen wir jetzt mal. Das ist alles noch zu, ne? Nee, die war auch. Nee, die war noch zu, richtig? Ja. Wollen wir mal gucken, ob das lohnt, sich die aufzuzaubern. It will be done. Ich meine, Pearls sind ganz wertvoll. Ich meine, wir können rasten. Nehmen wir die Pearls einfach mit. Was haben wir hier? Fire Giant Strength ist ganz gut. Und Regeneration. Ja, ist alles vom Prinzip ganz hilfreich.
Was zur Hölle macht das? Nun, wie ein Fireball? Was ist der Unterschied zu dem Oil of Fire? Ja, behalten wir erstmal. Was macht das Ding nochmal? Flame Strike. Das könnte ganz hilfreich sein. Das ist sicherlich hilfreicher als das da. Not a problem. Oh, halt. It will be done. Nature's servant awaits. Können wir erstmal versuchen. For the group. Ja, wie gedacht. You are so irritating. Yes, not a problem. I stand ready. Fuck your game. Das ist mir jetzt ein Reload wert, weil sonst müssen wir nur für den blöden Nox-Spell rasten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir again you disturb me. Noch die ein oder andere Truhe finden werden, die wir aufmachen wollen. It will be done. Bitte? Also manchmal hat das Spiel wirklich seltsame Anwandlungen. Ich meine, wir sind seit einer halben Stunde nicht im Dialog. Egal. So, ich glaube jetzt, aber jetzt gehen wir mal. Jetzt gehen wir mal nach Norden, aber ich hole mir mal kurz eine Sekunde neuen Kaffee. Bin sofort wieder da. Okay. Hier schon. Oh. Mit dir habe ich noch kein zweites Mal geredet, oder? Oh, you smell. Ja, ich weiß. Das ist. Obwohl, Corin ist doch gar nicht mehr da. Ist egal. My name's Farthing. I'm only 5. In a few years, my Papa will let me hunt. Are you allowed to hunt? An early start to weed out the week. So, bis Gottes Willen, du würdest. Oh Gott. An interesting people, these islanders. I believe that animals should be cherished and admired, not hunted and killed, okay? No, I'm only 3, so... Okay, das ist albern. Ich meine, technisch gesehen sind wir noch nicht mal ein Jahr alt, aber das, weil wir vorher nicht existiert haben, aber das ist Meta. Also, weil wir das Spiel noch nicht... Ne, also, unser Charakter hat natürlich schon... Okay, der Witz ist verreckt. Vergiss es. Indeed, little girl, I can hunt at will. You're lucky, I don't like you. Oh, you smell. We can be friends if you want. I've lost my dolly out in the woods. You're lucky, I don't like you. Schöner Satz. I've lost my dolly out in the woods. The gatekeeper won't let me go and get it. Can you get it for me? Okay. Bin ich mal gespannt, was sie sagt, wenn wir nett sind. Offensichtlich war das zu ruppig, dass ich das machen kann. Ich meine, ihr Widersprechen ist offensichtlich weniger ruppig gewesen. Also, keine Ahnung. It will be done. Was da die Logik war, wo warst du? Hier irgendwo, ne? Not a problem. Schau mal. Okay, Herrschaften. Okay. Alle den Weg gefunden? Oh, you smell. I believe that animals should be chased and admired, not hunted and killed. You're weird. What would we eat? There's an enchanted bush in Shah that grows a strange and wonderful food called tofu. Okay. Ich glaube, hier machen sich die Entwickler gerade über Veganer lustig. Should you find that unappealing? There is mystic couscous and holy bean sprouts. These are wonderful.
who announces the flesh of innocent animals. Vegetables, maps, some fish. Fish is okay. Also, fish sind keine Tiere, Wärtner, oder was? You're weird. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich drei bin, weil das ist albern. I'm not talking. Okay. You smell. Interessant. Das bricht die, die, weil das ist eine, ich bin mir ziemlich sicher, das war eine Quest. Okay. Also wenn wir ihr hier auf die Vegetarier- oder Veganer-Tour kommen, können wir nicht mit ihr, gibt sie uns ihren Auftrag nicht. Interessant. Man ist nicht zwangsläufig Vegetarier oder Veganer, weil, obwohl, wenn wir nicht killen fürs Essen, dann, also gar nicht, dann, ja, naja. Ich meine, diese ganze vegane und vegetarische Diskussion in der realen Welt würde auch alles ganz, würde auch ganz anders laufen, wenn wir die, unsere Tiere doch selber töten müssten, um sie zu essen. Also sie vorher also fangen müssten und töten. Und also das Töten ist dann, glaube ich, das kleinere Problem. Das Fangen könnte ein bisschen schwierig sein. Und was ja üblicherweise gleichzeitig mit dem Töten passiert. Aber wie dem auch sei, das wird ja zum Glück alles von der Industrie erledigt. So. So, jetzt sage ich, I'm only three and play with dolls. Just like, okay, das ist die, ist das die richtige Antwort? We can be friends if you want. Okay, das war die richtige Antwort. Also offensichtlich ein Bullshit zu erzählen. Ich kann einfach nicht gut mit Kindern umgehen. Ich finde es keine gute Idee, Kindern kompletten Bullshit zu erzählen. Das gehört sich nicht. Ich meine, so they let, ich meine, ich kann ja das hier sagen. They let me fish and play with dolls. Das kann ich ja sagen. Aber warum soll ich sagen, dass ich erst drei bin? Was denn nun einfach gelogen ist. Aber ich bin kein Erzieher und so und kinderlieb auch nicht. Also, das ist wahrscheinlich, das muss man wahrscheinlich so machen als Erwachsener. We can be friends if you want. I lost my dolly out in the woods. The gatekeeper won't let me go and get it. Can you get it for me? If I see it on my travels, I will get it. Okay. Okay. Thank you. You can play with dolly on the way back if you want. Okay. Ich hoffe, das ist wirklich eine Puppe. Schau mal. So, dann. Ich glaube, jetzt sind wir aber abreisebereit. Du bist. Hier habe ich schon geredet. Hier geht's nicht. Da kommen wir nicht durch. Ich glaube, wir müssen tatsächlich durch das Gate des Gatekeepers. Okay. Na, dann mal los. Oh, hallo. Was machen Sie hier? Sie dürfen doch nicht außerhalb der... You are not like we are. Okay. Du bist... Ich glaube, du bist hier rausgeglitscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da sein sollst. Weil, ich meine, es ist... Du bist quasi in Sichtweite. Vielleicht nur eine rauchen oder so. Weil ich meine, sonst ist das Ganze mit dem, mit der Umfriedung ja so ein bisschen strange. Wenn man einfach so rausgeht. Vor allem haben sie ja erzählt, dass sie sich nicht raustrauen. Aber ich denke, das bezieht sich auf die, auf der, hallo, auf das nächste Level. Donnerflaus. Okay, nehmen wir mal zur Kenntnis, dass die hier sind. Sieht man nach einem Quest-Item aus. Das will ich erst mitnehmen, wenn... Oh, hallo. Wenn ich weiß, dass wir es brauchen. Perhaps this group needs not quite as much help as I thought. Okay. Ich werde jetzt etwas machen, was wahrscheinlich im Rahmen der Tierliebe nicht unbedingt angezeigt ist. Aber ich will mal gucken, wie viele Punkte die geben. Again you disturb me. Incantus. You are my actions are yours. 174, das sind ja, das sind die kleinen Bären, dafür brauchen wir. Da lohnt der Feuerball nicht für. It will okay. be done. Vielleicht sind das ja auch Wolf Bears. Werewolves.
Werebears, meine Güte, ist meine Werebears, nee, Werebears, Werebears. Werebears, Habes, Huja. Wir sind hier woanders. Gucken wir uns an. Not a problem. Oh, hallo. Direwolf. Na, bitte sehr. Na, dann kommen Sie mal her. For the fallen! Euch können wir verwunden, deswegen machen wir das auch freundlicherweise. Ihr habt keine, und ihr bringt auch nicht viele Erfahrungspunkte. Okay. Mach dein Ding irgendwas Besonderes? Das hat so geblinkt. Ja, Electrical. Plus eins, aber ich meine, besser als nix. Du bist ja für die absehbare Zukunft jetzt hier unsere Kämpferin. Zusammen mit Jahira. Hallo. Yectus, in a little drama, who might you be? Shipwrecked sailors, perhaps. Was möchtest du denn von mir? You're feeling somewhat cryptic today, are you? We are the party of Vertner. We have come to retrieve artifacts from Balduran's ship. So, sind wir mal offen. Are you not aware of the danger that lies within the bowels of the ship? I've been made aware of lycanthropes that infest the ships. If they get in my way, then they will taste my steel. Bold and foolish adventurer, Kauk will enjoy your company until he eats you, that is. I shall leave you to your fate. Was soll das heißen? It seems that you have something of a desire for pain. Was? Ich wollte hier mal ein paar Klarstellungen haben. I imagine that Karuk will be quite... Warum kennst du Karuk und woher? Das möchte ich jetzt wissen. I imagine that Karuk will be quite pleased to receive your hearts for his table. I've gleaned all that I am able from you. Die quietly, won't you? Okay, die hätten wir... Yes? Die hätten wir nicht vertrauen sollen. Aua. Du bist ganz schön groß. You're a queer fellow. This way. Jalkales. Lilalul! For sure! So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir dürfen keinen Schaden machen gegen euch, richtig? Oh, aber Jahira macht Schaden. Ach, du liebe Güte. 24, okay. Und er macht 11, okay. Redman effective. Yes, haben wir uns gedacht. Gut, dann könnt ihr einfach mal nichts machen. Weil ich meine, den einen müssten wir... Edwin, ich habe gesagt, ihr sollt nichts machen. Habe ich den Befehl gegeben, zu stoppen. Edwin wirft trotzdem. Also, Edwin, meine Güte. Nightsinger, give Carlos nah. Okay, also so, was ich total gut fände, wenn das die Wolfwares dabei hätten wären, oder Werwolf, was waren das? Wolfwares. Magische Bullets. Aber ich meine, 1400 Erfahrungspunkte sind auch nicht schlecht. Bist du alleine? Ja. Okay, also, Memo an uns, nicht einfach jedem dahergelaufenen Menschen, oder was auch immer, Humanoiden, unseren Plan erzählen. Also dieser Electrical-Effekt ist wirklich nett. Der gefällt mir. Ist dafür, dass es ein zusätzlicher Punkt ist, ein bisschen übertrieben, aber er sieht ziemlich cool aus. So, ja, wir haben da, das haben wir erkundet. Ja, hier, ich glaube, hier haben wir noch eine ganze Menge zu erkunden. Ich würde sagen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Da erkunden wir hier den Rest dieser, ich vermute den Rest, vielleicht gibt es noch ein Level. Ne, es muss noch ein Level geben, es muss ja noch das Schiff geben, oder? Schauen wir mal. Ja, wir erkunden dann beim nächsten Mal den Rest hier und mal gucken, was passiert. Okay, also bis dahin, macht's gut. Tschüss.